Wenig. Ja, der Seesoldat, der dann diese Holzschale nach oben bringt, kommt dann nach, also geht einmal die Planken wieder nach oben, nach ungefähr 2 Minuten kommt er wieder mit einem Passierschein zurück, wo dann 50 Dukaten eingetragen sind. Wird dann gestempelt, gesiegelt, Unterschrift von Yazira und drückt ihn dir dann in die Hand. Danach verabschieden sich die Seesöldner und Yazira ebenso. Bekommst quasi eine Quittung. Sie murmelt dir noch sowas zu wie nicht verlieren. Die nehme ich dann, ja? Oder kriegt die ja dann? Ihr kriegt gar nichts mehr. Wie könnt ihr denn allesamt nicht wissen, wo unser Geld liegt? Ja dann. Ja, die Ja, Planke okay, wird das wieder nach oben Kommando. Ich war gezogen. Ihr seid dann total alleine und könnt dann auch wieder in See stechen. Ja, Ich war sehr du hast überfordert damit, recht. dass ihr mich geschickt habt. Ihr habt hier das Kommando. Und jetzt faucht ihr mich auch noch an. Ich habe jetzt gerade den Arsch gerettet. Wäre das Geld nicht aufgetaucht, hätten wir gar nichts gehabt. Ja, du hast recht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du die Frau ein wenig runterhandeln kannst. Du kennst doch die Gepflogenheiten hier bei den Ptolemiden. Natürlich kenne ich die, aber wir konnten mal froh sein, dass sie nur das Geld von uns genommen hat. Die sind uns hausüberlegen gewesen. Es ist immer so, dass man einen Gefallen gegen einen anderen Gefallen erwidert. In dem Fall war es Geld. Und da falscht man auch nicht lange. Ich dachte, ihr Ptolemiden falsch standen. Na, ist doch egal. Ihr Ja. Ptolemiden? Lass gut sein. Die alle reden über die Rassen Torvaler Ptolemiden. Ich stammt so ein bisschen auf. Nun, wir waren in Kronjom. Ihr habt es geschafft, im Fex-Tempel 50 Dukaten zu verfälschen. 30, wie auch immer. Das war nicht nur meine Schuld, Schmollmund. Ich Na habe die Kasse gut. jetzt auf jeden Fall woanders versteckt. Und außerdem sollte mir mal jemand Zählen beibringen. Das ist viel zu viel Gold für mich. Ich habe gar Naja, keine Ahnung davon. du zählst bis 10 und dann rufst du für den Rest deinen Kämmerer oder Quartiermeister oder so. Jalan, wieso bringst du mir nicht einfach Zählen bei? Weil ich Bitte. nicht zählen kann. Ach, ihr könnt auch nicht zählen. Wie gesagt, für sowas hat man bei mir zu Hause Quartiermeister, Kämmerer, wo man auch gerade ist. Ich dachte immer, ja, naja, ich. Der Einzige, der bei uns bis weiter zählen können muss als bis 10, ist der Bauer Erhard, denn der hat 12 Rinder. Wer kann bei uns denn überhaupt so hochzählen? Ist Fürs auch nächste egal. Mal. Doch, ich Ja. will das lernen. Ja, holt doch bitte seine Gnaden vom Unterdeck. Ich lasse so lange Segel setzen. Ich gehe mal nach unten, Fussi. Ihr könnt wieder raufkommen, die Leute sind weg. Herzlichen Dank. Gut, dann mal Wind in die Segel alle miteinander. Euer Gnaden, Zeit den Kurs zu korrigieren, oder? Hi. 10 Grad war eure Ansage. Noch einmal Gut. 10 Grad auf die wir schon haben. Gut. Aber da jetzt kannst du zählen. Was rufst du, Mädchen? Du zählen kannst. Hätte Zehn ich nicht Finger so habe laut ich. gefragt, Und sondern zehn leise. Zehen. Damit hat's bisher gereicht. Ja, wieso kann denn jemand da? Stopp, stopp, stopp. Ja, dann mal Myria suchen, ob die mir das beibringen kann. Geh doch zu Brindisi. Das Ja, wird da so komme ich doch. offensichtlich. Ich frage jetzt erstmal die oberen Herrschaften, wo man gelernt hat. Zu dem werde ich auch noch kommen, wenn ich das auch nicht kann. Ja, Myria wird dir erstmal erzählen, warum Yalan nicht zählen kann. Das ist eine sehr lustige Ja. Geschichte und du musst lachen. Ja. Dann gehe ich mal zur Mandija-Version. Ich meine, übrigens, weil ich die nicht hören. Mandija, kannst du mir erzählen beibringen? Du kannst nicht zählen? Nein, und es kann auch niemand anders auf diesem Schiff, also guck mich nicht so abwertend an. Ja, das ist doch nicht schwer. Das kann ich dir in, naja, in 10 Minuten kannst du bis 100 zählen. Wenn du jetzt sagst, dass du das an deinen Fingern und an deinen Zehen machst, ne? Nein, das mache ich im Kopf. So viele Finger und Zehen habe ich doch gar nicht. Ach, Gott sei Dank. Na gut, ja, dann würde ich mich mit dir hinsetzen und dann würde ich nochmal die Zellen beibringen, dass man das irgendwo steigern kann. Und das nächste Mal wirklich mal ein bisschen handeln kann. Genau, wir setzen uns sofort hin und bringen dir 10 bei. Ja, bitte. Ja, würfel mal lehren. Wie hoch ist denn dein Rechnenwert? Wow. 10. Boah. Oha, sogar. Du kannst so gut zählen mit Bei den wichtigen Proben fallen immer die kritischen Erfolge. Ja, Wascha, du lernst vielleicht nicht Ja. bis 100, aber er kann dir dann beibringen, also.
1 bis 10 und dann 10, 20, 30, 40 bis 100, das klappt, aber wenn du dann, also du kannst dann, vielleicht nicht nach 10 Minuten, aber nach 4 Stunden wirst du dann schon richtig gut zählen können. Das finde ich schön, wenn der Kaiser steigt. Ja, und du wirst Differentialrechnung. auch ein Küsschen auf die Wange kriegen, wenn die Jam sich herzlich bei dir bedanken und dann auch strahlen und überlegen, lächeln, weil man besser zählen kann als alle anderen. Außer ihm natürlich. Ja, ihr macht wie gesagt immer nach 4 Stunden Pause. Nach weiteren 3 Stunden könnt ihr auf eurer linken Seite eine extrem große Stadt ausmachen, wo dann eure Karten behaupten, das müsste Elverum sein. Und ja, nach 4 Stunden, wie gesagt, eine Pause, weitere 4 Stunden kommt ihr an einer nächsten Seeblockade an, aber naja, bevor ihr noch etwas weiteres zahlen müsst, es ist wieder die Schwarze Rose, also eine weitere Kette, die dann hier gespannt worden ist. Und mit dem Schein, dass ihr hier schon einmal gegen Piraten euch versichert habt, ihr hattet übrigens auch keine Piratenangriffe oder so etwas von Xiran, könnt ihr auch dann hier ohne eine weitere Bezahlung vorbeikommen. Euch wird aber auch geraten, dann, also dieses Schreiben zählt jetzt das eine Mal und naja, wenn ihr halt das nächste Mal dran vorbeikommt, solltet ihr euch überlegen, ob ihr nochmal 50 Dukaten habt. Oder ihr legt euch halt dann mit 3 oder 4 Biremen an, je nachdem, wie groß der Gürtel ist. Ich kann nicht, aber ich will. Ja, aber wenn man keine Rotzen kauft, dann darf man an anderer Stelle Geld bezahlen. Und so verlasst ihr, nachdem ihr eine weitere Mal ja, eine Rast gemacht habt, verlasst ihr Festland. Hat euch bisher immer sehr nah an dem Land gehalten, um euch daran zu orientieren. Jetzt macht es einen scharfen Knick nach Westen, wo euch dann von der ja, Kette von Birem noch einmal gesagt wurde, im Süden lag Elberum, im Westen wird wohl irgendwann Janka kommen. Und das ist das Zeichen für euch. Ihr seid jetzt im Golf von Perikum. Das Wasser um euch herum ist immer noch tief blutig, immer noch Fleischbrocken, die ja um euch herum schwimmen und das Ganze nicht mehr so salzigen Geruch hinterlassen, sondern es riecht echt nach Eisen, nach Rost, nach abgestandenem oder getrocknetem Blut. Teilweise durchflügt ihr mit eurem Bug auch rostiges Wasser, was dann wirklich eine Kruste hat, die ihr dann aufbrechen müsst und der ein oder andere muss dann auch würgen, spucken. Das ein oder andere Mal gibt es auch wieder Regen oder auch blutigen Schnee, der euch dann entgegenwirkt. Denn, naja, aufgrund der Temperaturen im Winter, also irgendwas mit Mitte, Ende Firun, sind die Stürme nicht nur blutig nass, sondern auch blutig kalt und dementsprechend platschen dann die ein oder anderen Brocken blutige Eiskristalle auf eure Schiffe. Damit stecht ihr in den Golf von Perikum und ja, verlasst das Festland. Ich habe Kälteempfindlichkeit, du sagst, wenn ich da auch irgendwie würfeln muss, wegen den Einflüssen. Genau, die mittlerweile immer kälter werdenden Temperaturen. In Kuntium war es ja unabhängig von der Jahreszeit immer noch sehr warm, angenehm. Auf hoher See mit dem Wind, das war es dann etwas frischer. Jetzt, wie gesagt, wenn ihr an Elberum vorbei seid, bei Janka vorbei seid und den Maraskan-Sund verlasst, eher in Richtung Golf von Perikum aufbrecht, wird sich das Wasser, was von oben nach unten kommt, nicht so sehr mehr Regen sein und eine Sturmflut, sondern Schnee. Beziehungsweise dann roter Schnee, blutig roter Schnee. Und das ist extrem kalt. Dementsprechend wird Rashika höchstwahrscheinlich zurück in ihren, ja, in ihren Korb getan. Denn das Wetter mag sie nicht und auch an deiner Haut wird das nicht reichen, denn auch du wirst sehr schnell anfangen zu frieren. Wer hätte noch alles Kälteempfindlichkeit? Predigern auch, oder? Ja, also Brundijan läuft wahrscheinlich auch schon seit, ja, die letzten 24 Stunden, seit es kälter wird, in dicker Winterkleidung rum. Ja, dicke Handschuhe, ihr habt euch ja dann in Kunchum ausgestattet mit der einen oder anderen Kälteausrüstung und auch Rodrigo und Yalan werden ihre alte Ausrüstung wieder nach hervorkramen, natürlich auch Evadaios.
Der hatte sich ja schon damals, als ihr in Perikum aufgebrochen seid, in die Trollzacken, die Begegnung mit dem Drachen, ihr erinnert euch. Das war ja auch schon mit Schnee damals. Und ja, Brindigian und Wascher werden das, wie gesagt, sehr frühzeitig machen, sich Handschuhe anziehen, dicke Pelzfäustlinge. Die anderen erst nach und nach. Das macht die Arbeit am Schiff natürlich umso schwerer, weil mit den richtigen Fäustlingen kann man nicht so gut arbeiten. Aber sie hat doch keine Fäustlinge. Sie hat ja Lederhandschuhe, gut, Oder besonders gut Lederhandschuhe, gearbeitet. gut. Ich würde auch gerne, wenn ich dann die Leuten was koche, also ich weiß nicht, wie viel Kochen du da willst, ich würde halt regelmäßig auch kochen wollen, die Pfanne, die ich unter dem Topf habe, also wirklich die Glut quasi nähen mit irgendwas Eisernem überdecken und es dann mit der Decke zusammen in Rashikas Korb tun, dass quasi ein bisschen so die Kohlen quasi den Korb ein bisschen erhitzen, zumindest wenn ich eh schon Kohlen habe fürs Kochen, wenn das okay ist. Weil ich habe da so einen Stein nicht und würde so ein bisschen improvisieren halt, weil der Korb ist ja luftdurchlässig. Also sie kann das selbst gestalten. Sie hat Lederhandschuhe und sie kann die Wollfäustlinge noch drüber ziehen, falls sie es doch noch zu kalt ist. Gut. So, dann zeige ich euch noch einmal ein Phänomen, was ich jetzt nicht ausspielen werde. Aber ihr werdet dann im Golf von Perikum mit einem Phänomen konfrontiert werden, was sich Loch im Meer nennt. Das Schiff sackt plötzlich einige Schritte ab und die Wassermassen schlagen über dem Deck zusammen. Wo ihr erstmal nicht genau wisst, was der Grund dafür ist. Ihr könnt aber sehen, dass hier wieder große Blasen nach oben steigen und die Wasseroberfläche verschwinden lässt, wo dann das Ganze auch wieder mit üblem Geruch begleitet ist. Ihr fahrt dann teilweise von Wasser bedeckt weiter, natürlich sehr viel langsamer. Also das Wasser steht dann bis hier ungefähr über eurem Schiff, sodass ihr euch dann wirklich auf einen Mast retten müsst, beziehungsweise der Steuermann kann dann auch weiter am Steuer stehen, die Luft anhalten und das Ganze dann versuchen so hindurchzulenken, bis ihr dann wirklich einen sehr unnatürlichen Kurs nach oben wieder fahrt und dann die... Ja, also es ist einfach nur chaotisch möglich. Es geht nicht anders. Ihr könnt nicht eine Steigung nach oben segeln. Es wird trotzdem passieren, nachdem ihr dann im Loch abgesackt seid und sehr viel Fahrt aufgenommen habt, segelt ihr wieder nach oben nach einiger Zeit. Wie gesagt, es ist erstmal sehr verwirrend. Das kostet auch einiges an Mut und Verzweiflung, was dann erstmal aufkommt, aber so schnell wie dieses Phänomen dann auftauchte, so schnell verschwindet es aber auch wieder. Ihr könntet euch vorstellen, wenn dieses Loch größer ist, verschwindet ihr vollständig. Wirklich angekündigt hat sich das nicht. Das ist erschreckend. Ja, weitere 8 Stunden segelt ihr auf dem offenen Meer, ohne dass ihr einen Anhaltspunkt habt, wo ihr seid. Dann könnt ihr wieder Land vor euch sehen, ungefähr ja den Kurs, den ihr jetzt gehalten hattet. Muss gerade 20 überlegen. Grad Nordost. Genau, das passt ungefähr. Ungefähr 20 Meilen zu eurer linken Seite, also Backbord. Würde dann wieder Land auftauchen und ihr könnt auch etwas größere Berge dahinter erkennen. Seht ihr das? Das müssten die Trollzacken sein. Würde Sinn machen dann. Wir sollten vielleicht unseren Kurs ein wenig weiter aufs Meer hinaus verlagern, um Ruhla zu umfahren. Da müssten wir in ein, zwei Tagen vorbeikommen. Kurze Anmerkung: Trollzacken sind hier. Okay, wie heißen die Berge hier denn? Berge von Beilung. Okay, das weiß ich natürlich, das Aber weiß ich also natürlich. wenn du auf die, ja, wenn du auf die, also als Tobia weißt du das und wenn du auf die Karte deutest, dann deutest du ja nicht hierhin, sondern du deutest hierhin. Richtig. Ne? Also das passt schon. Ich weiß auch, also du wirst schon das Richtige vermutet haben. Also Ich Berge habe von nur Beilung. gerade keine echt, ja, ich habe nur gerade keine echte Aventurienkarte hier, Ja, deswegen. Nein. alles gut. Wie gesagt, wir sollten ein wenig weiter aufs Meer hinausfahren. Wir können natürlich auch warten, bis wir Rudard sehen, aber dann könnte es zu spät sein. Definitiv wird das zu spät sein, wenn man den Aufzeichnungen KGA trauen darf. Wir sollen einen Bogen von 80 Meilen schlagen. Das müssen wir doch dann vorher schon tun, bevor wir sie sehen, oder? So weit können wir doch nicht sehen, selbst hier auf dem Meer nicht. Vielleicht. Nein. Jedenfalls ja, das sollten wir tun. Korrigieren wir den Kurs also um weitere 20 Grad gehen steuerbord, ja.
Kurze Ansage für Rodrigo als Protokollante. Wir schreiben mittlerweile den 23. Firun. Habe ich jetzt einfach geskippt, also dieses ständige Pause machen und weiterfahren mit den 4 Stunden, 4 Stunden. Aber dir ist natürlich dann bewusst durch Tag-Nacht-Zyklus, dass es dann mittlerweile der 23. Firun ist. Ich habe mich gerade schon gefragt, wie wir auf einmal so viel Fahrt gemacht haben. Ja, also ich werde jetzt nicht jeden Tag ausspielen, weil das dann irgendwann sehr erschöpfend ist. Wie ist es nochmal hier? Achso, genau, wir müssen jetzt den Kurs für um Rulat herum einschlagen. So, ne. Aber Rulat ist hier, nicht hier. Du hast recht, ich habe gerade falsch gesagt. Deswegen korrigieren wir jetzt den Kurs nach Osten, damit wir drum rumkommen. Gut. Ja, mittlerweile habt ihr auch begriffen, dass ihr 10 Meilen pro Stunde fahrt. Ihr habt euch natürlich viel mit eurer Ukure auseinandersetzen können im Laufe der Zeit. Wie viele Stunden wollt ihr also auf die offene See fahren? Ich habe rechnet 2, ich sag dazu nichts. Das können wir ja Wascha mal ausrechnen lassen. Das ist eine lustige Idee. Ja, Wascha, erzähl. Ich habe meine Rechnung gar nicht gesteigert jetzt. Oh. Also, ja, Wascha, wenn wir 80 Meilen fahren müssen und wir 10 in der Stunde fahren. Ja. Was war jetzt die Frage? Wie lange müssen wir dann fahren? Myria wird sich einschalten. Versuch's doch mal mit Äpfel und Birnen. Vielleicht schafft sie es dann. Wenn wir in der Stunde 10 Birnen fahren. Nee, wie weißt du? Die ist ja alles verwirrt. Okay, ich rechne mal, bevor ich schaffe. Ich gebe dir einfach mal, für diese Sitzung gebe ich dir mal. Das ist ja das Ergebnis raus. Wow. Ja, dann rechne uns doch mal vor. Nochmal, 80 Meilen und du fährst 10 Meilen pro Stunde. Wie viele Stunden musst du dann fahren? Problem ist, wir müssen. Also, Wascha sitzt da, zählt so ein bisschen ab. Acht Äpfel. Auch mit einplanen. Dass wir eventuell noch einen Sturm oder so dazwischen bekommen oder eventuell eins dieser Löcher oder nicht. Das heißt, fahren wir immer die gleiche Geschwindigkeit? Mit etwas anderes können wir ja gar nicht rechnen. Wir müssen ja erstmal mit dem rechnen, was wir haben. Dann würden wir 8 Stunden fahren. Sehr gut. Juhu! Gut. Gut, wir fahren also 4 Schichten. 2 Schichten. Nein, 4 Schichten. Genau, also 2 Stunden Pause, also 2-mal Pause und 2-mal fahren. Nein, ich meine 4 gefahrene Schichten. Aber, DJ, wir müssen doch trotzdem mit einberechnen, dass wir vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten bekommen können. Dann schaffen wir es nicht. Ja, das können wir aber dann machen, sobald wir die Schwierigkeiten haben und dann entsprechend länger fahren. Wenn man das einrechnet? Eine Variable vermutlich. Mittlerweile ist das Wasser nicht mehr blutig rot. Ihr könnt wirklich sehen, dass sich das je nach Region auch verändert. Es ist nicht gelb, es ist grün. Grünes Wasser, teilweise auch nachtblau durchleuchtet, schimmert von unten. Es hat andere Farben, aber es ist definitiv immer noch chaotisch verseucht. Aber eine blutige See, also blutig in dem Sinne, dass es rot ist, ist es jetzt nicht mehr. Es ist eher grün. Grün und kränklich. Wie viele Farben hat dieses Wasser denn? Ist auch egal, lass uns weiter segeln. Also, du kannst damit rechnen, dass es alle Farben hat, aber alle sind chaotisch, kränklich, verseucht, blasphemisch. Du kannst quasi alle Adjektive, die dir einfallen, auf dieses Wasser benutzen. Faulig, finster, modrig, geifernd, also überlegst dir und da packst du einfach eine Farbe davor. Abgrundtief. Gut, ihr seid mitten auf der offenen See, 80 Meilen vor den Bergen von Beilung. Ihr könnt nichts mehr sehen, außer grünes Wasser. Aber Frosty, wenn wir 20 Grad Ost fahren, Nordost, und dann 8 Stunden fahren. Ja, aber ihr seid... Meilen, na Moment, ihr... 80 Meilen vor den Bergen von Beilung. Also ihr wart
vor den Bergen von Beilung bzw. am Festland und seid dann direkt nach Osten gefahren, oder? Nein, wir fahren einen Bogen, kein Viereck. Ein Bogen, das heißt, dann machen wir es nochmal mit richtigen Grad. Was hattest du gesagt? 45? Im Moment haben wir 40 Grad ostwärts. 40 Grad, okay. Dann kommt dieses... Ja, okay. Dann kommen wir in etwa da an, wo wir jetzt gerade eingezeichnet sind. So, jetzt wird geraten. Deswegen fahren wir 8 Schichten, das sind 160 Meilen. Das passt hoffentlich. Okay, ich guck nochmal auf eure Dulli-Karte. Hier. Ja, guck auf die Dulli. Also, hier. Und dann... Ich wollte gerade sagen, hier und dann mit einem, was hast du gesagt? 40 Grad Kurs. 40 Grad aus. Da kommst du extrem nah an Rulat und Diesel vorbei. Du hast recht. Also macht wie ihr wollt, mir ist das egal, dann kriegt ihr halt nur eine Piratenbegegnung. Ich habe uns hier eingeplant und dann, ja, dann wir fahren, aber... Okay, aber hier kannst du noch nicht das Festland sehen. Ist die Karte irgendwie genormt? Kein bisschen. Das ist in der Kellogg-Karte. Nein, die Karte jetzt so halt, also nein, nicht die Karte, sondern jetzt hier, egal. Wenn wir 8 Stunden fahren, dann muss ich sie dann auf 8 setzen oder was? Genau. Also, da ist sowieso gar nichts, Johnny. Da kannst du es komplett vergessen. Ich will einfach nur zeigen, wenn das hier 8 ist, dann müssen wir doch mindestens sozusagen von Rulat aus 8 Abstand halten. Also überleg dir, wo wir entlang fahren müssen, was 80 Meilen dann überhaupt bedeutet. Also von hier aus müsst ihr einen Winkel ansagen, von hier aus. Und 40 Grad führt euch direkt auf Rulat und Tisal. Deswegen von hier aus sind 40 Grad. Also das hier sind ungefähr 80 immer. Ja, Johnny, wir haben es begriffen. Also ich zumindest. So, Frosty, du hast recht. Ich habe von einem falschen Punkt ausgerechnet. Von hier aus bringen uns 40 Grad viel zu nah vorbei. Das heißt, wir fahren doch im Quadrat. Gut, alles klar. Dann habe ich euch nämlich eben richtig gezogen. Ja, nur wir haben es. Ja. Von der Seemänner sind wir. Okay, dann erster Tag, 22. 4. Ich weiß schon, was ich, wenn ich als nächstes Mal dazu komme, mache. Ich schenke Jan einen Zirkel. Zirkel, ich brauche ein Fernrohr und Karten und Kompass und 30 Kanonen. Würfelt mal bitte ein W20. 19. Okay, würfel mal bitte eine Hauswirtschaft, Jalan. Sekunde, ich hab's gesteigert. Wirtschaft. Oh. Ja, was Wascher dann beim Kochen auffällt, ist, dass sich Algen oder irgendetwas, was faulig ist, durch die Kisten nach oben gefressen hat. Du hast es natürlich schnell genug bemerkt. Aber das, was ihr eigentlich als Ration eingeplant hattet und ihr habt für einen ganzen Monat eingekauft, ist schon ziemlich gut von unten nach oben durchgefault und sapschig. Hat sich so eine leichte schwarze Schicht gebildet und du kannst sehen, wie da wohl irgendetwas bläulich schimmernd ja, dir entgegenstarrt. Das heißt, was schätze ich, wie viele Tage wir noch haben? Also aus euren 30 Rationen sind gerade 14 geworden und dadurch, dass ihr jetzt seit, ich muss gerade gucken, ja, wir haben jetzt den 26. Das heißt, ihr seid 7 Tage gefahren, ihr habt noch Rationen für 7 Tage, für eine Woche. Dann würde ich ja mal zu Jalan gehen. Jalan, wir haben ein Problem. Was denn? Ein Teil unserer Vorräte ist anscheinend durch etwas, was sich durchs Schiff frisst, verdorben und wir müssen die Ration für alle kürzen. Sonst haben wir gerade mal 7 Tage noch etwas zu essen. Aber Moment, erstmal, es ist verdorben? Ist Wasser dran gekommen oder? Es ist so etwas Bläuliches. Kommt einfach mit und guckt. Ja, ich gucke mir das. Ich nicke, als hätte ich eine Ahnung, wovon ich das hier sehe, aber. Ja, es ist Patsche. 7 Tage haben wir noch. Ich würde sagen, wir müssen den Männern oder den Arbeitern auf jeden Fall eine Ansage machen, dass es weniger gibt. Ich denke nicht. Was? Wir haben die Reise geplant für 8 Tage. Wir sind ja 7 Tage unterwegs. Wenn man diverse Verzögerungen mit einrechnet, denke ich nicht, dass wir noch länger als 3 Tage Fahrt haben werden. Also ich möchte nicht riskieren, dass wir dann gar nichts mehr haben. Dann lass uns lieber jetzt sparen und den Männern am Ende noch etwas mehr geben, anstatt dass wir jetzt wirklich auf Sparpunkte fahren und dann im Notfall gar nichts mehr haben.
Glaub mir, ich habe oft draußen genächtigt und hatte gar nichts zu essen. Und ich weiß, wie schlimm es ist zu hungern, aber da hat man lieber ein bisschen was jeden Tag als ein paar Tage gar nichts mehr. Mir wäre es, um ehrlich zu sein, lieber, wenn die Mannschaft erst kurz vor dem Hafen den Mut verliert und nicht 3 Tage. Wir könnten es ja ein bisschen runterschrauben, aber es jetzt gleich zu lassen, wäre bestimmt nicht gut. Wascha, du kochst wieder. Was? Oh. Nee. Wir haben die ganzen letzten Tage gekocht, aber unser Essen ist verdorben. Jedenfalls ein Teil davon. Oh. Verdaius, was meint ihr? Wascha sagt, wir sollten die Rationen vorsorglich kürzen. Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir erst einmal 3 Tage weiterfahren und sehen, wie lange es dann noch bis nach Valusa ist. Also, das macht doch nichts, dass das Essen verdorben ist. Also, das ist jetzt nicht schön, aber ich meine, der Herr Effert wird schon für unser leibliches Wohl sorgen. Meine Anglerausrüstung ist fast fertig und ich denke, selbst hier draußen am blutigen See, wenn man tief genug fischt, kann man dann auch ein paar gesunde. Ihr wollt gleichzeitig das Schiff steuern und genug Fische für 30 Leute fahren. Ja, wir machen auch manchmal Pause. Dann fange ich für uns alle Fische. Keine Sorge. Ich finde nicht respektlos erscheinen, der Verdaus, aber meint ihr nicht, es wäre besser, vorsorglich die Ration zu kürzen und damit man wirklich lang genug was hat? Boah, also ich esse ja den Zwieback eh nicht, daher ist mir das egal. Also, wir können ja den Zwieback ja rationieren und also ich brauche noch hier 2 Tage für meine Netze und Angel, aber dann ist jeder auf den Fisch bei mir eingeladen. Stellt euch vor, Jalan, die Vorräte, die ich jetzt für 7 Tage eingeplant habe, waren auch unsere faulen Witzes und noch 3. Dann wären es nämlich die 3 Tage, die wir noch haben, und dann wäre gar nichts mehr da. Ich gebe euch nur zu bedenken, hungrige Leute, richtig hungrig, die nicht einen Bissen am Tag bekommen, sind immer noch mauliger als Leute, die weniger bekommen. Glaubt mir, ich habe auch gehungert, ich weiß nicht, wie. Wieso hatten da überhaupt was gefault? Also ich meine, sind die Kissen undicht oder was? Schaut mal da ist was gewachsen. Auf der Seeadler hatten wir auch schon mal so etwas. Da waren die Kisten wohl offen und die Zwiebeln und das Mehl ist alles weggefault. Oh Mann. Wascha, du musst die Sachen besser einpacken. Wir sind 200 Meilen auf See. Wascha hat recht, es macht im Moment wenig Sinn. Kürzt die Ration nochmal ein Viertel und seht zu, dass die Angel fertig wird. Dann solltet ihr die Ansage den Männern machen, bevor ich später gelünscht werde, weil ich zu wenig Essen ausschenke. Ja, natürlich. Ich als Frau habe bestimmt nicht so viel Autorität, oder? Stattdessen schmeißt man mich von der Flanke. Na gut. Warte, Kapitän, ist, Kapitän! Ja. Segel am Horizont! Gleich einfach neu was, ja? Ich meine, nur der eine Typ wollte doch der Mannschaftssprecher werden, soll der doch die Ansage machen. Wer, Ukta? Genau. Nein, das werde ich selber machen. Das ist meine Mannschaft, dann kann ich auch die schlechten Nachrichten verkünden. Gut, Segel, was gibt's denn? Da hinten! Ja, der Mann, der gerade am Ausguck steht, schauen wir gerade mal nach, wer das ist. Ein sehr junger Mann mit noch guten Augen, es ist Gernot Örnen. Hat sich bisher noch nicht so wirklich hervorgetan, deutet auf die offene See. Irgendwo in Richtung Norden, das ist der aktuelle Kurs, den ihr fahrt, denn ja, ihr habt schon seit etwa 3 Tagen kein Land mehr gesehen. Das genaue Datum werde ich euch später verraten. Und vor euch könnt ihr erkennen, wie dort eine Kogge liegt. Mit brennenden, rauchenden Segeln. Und damit beende ich die Runde.